Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute möchten wir über das Thema Hütehunde sprechen. Was die so für Vorurteile mit sich bringen, wie die Körpersprache vielleicht auch ein bisschen anders ist oder was vielleicht noch normal ist und was nicht. Und welche Bedürfnisse Hütehunde eigentlich haben. Denn ich glaube, wir haben das alle schon gehört, dass ja Hütehunde so schwer zur Ruhe kommen oder dass man ja einen Hütehund auf keinen Fall in der Wohnung halten kann oder. Und ja, wir können euch auf jeden Fall eines Besseren belehren, in Anführungszeichen, möchten euch aber auch erklären, was denn der Hintergrund von Hütehunden überhaupt ist und so weiter und so fort. Genau, also wenn ihr einen Hütehund im Familienfreundeskreis habt oder euch gerade überlegt, einen Hütehund zu adoptieren, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben und brav mitschreiben. Gute Idee. Genau, ich glaube, wir starten einfach mal mit ganz banalen Frage, wahrscheinlich für viele, aber was ist denn ein Hütehund? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura, aber jedes Mal, wenn ich zu meiner Oma fahre und die irgendeine Hundesendung gesehen hat und da geht es um Herdenschutzhunde, sagt sie, das ist ein süßer Hütehund. Und da haben wir den ersten Fehler. Hütehunde sind nicht gleich Herdenschutzhunde. Die haben ganz eine andere Aufgabe. Also die Herdenschutzhunde, die kennt man vielleicht auch aus dem Griechenland-Urlaub, wenn man da eben eine Herde sieht, da gibt es einen Herdenschutzhund, der relativ groß ist und der dazu gezüchtet worden ist, diese Herde ohne den Menschen zu beschützen. Der Hütehund, ganz klassisch, Border Collie oder Aussie, die sind dazu da, mit dem Menschen mehr oder weniger eine Herde, zum Beispiel auch Schafherde, in eine gewisse Richtung zu lenken, beziehungsweise von A nach B zu bringen. Und genau, das sind einfach mal diese zwei komplett unterschiedlichen Aufgaben, deshalb auch zwei komplett unterschiedliche Hundetypen, weil die Herdenschutzhunde haben sie auch sehr, sehr schwer, sich, finde ich ehrlicherweise, in Österreich anzupassen, weil sie halt auch nicht dafür gemacht sind, eng mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, weil sie auch sehr groß sind. Ja, aber Laura, sag uns auch gerne da nochmal was dazu. Ich glaube so, damit man das mal wirklich versteht, weil der Border Collie, der Aussie und Co., die wurden ja auch dafür gemacht, eben die Herde zusammenzuhalten. Also da kommt halt dieses Wort vor. Aber damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, Herdenschutzhunde sind erstens viel größer, die überwachen mehrere Hektar. Also die haben wirklich große Flächen, die sie da auch überwachen. Und Herdenschutzhunde sind in der Regel auch bitte nicht zu unterschätzen. Also auch wenn die super niedlich sind und so weiter und so fort. Und wenn man auf große Hunde steht, Herdenschutzhunde brauchen sehr, sehr lange für die Entwicklung. Im Vergleich jetzt zum Hütehund, der braucht vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber Herdenschutzhunde sind meistens erst so mit 4 Jahren wirklich erwachsen. Und genau da beginnen auch sehr oft dann Probleme mit zum Beispiel Aggressionsverhalten, was aber halt ganz normal ist in deren in deren Genetik. Und das ist halt jetzt zum Beispiel bei einem Hütehund normalerweise nicht unbedingt gegeben, dass die da jetzt einfach irgendwie Leute töten wollen auf gut Deutsch, weil sie auf ihre Herde aufpassen, sondern der Hütehund sagt einfach, ich helfe dem Menschen, die Herde zusammenzutreiben, zusammenzuhalten und eben von A nach B zu bringen. Das hast du eh super gut beschrieben. Und auch ganz essentiell zum Beispiel der Herdenschutzhund, also egal welche Rasse beim Herdenschutzhund, die sind ausgeschlossen davon, Assistenzhund zu werden in Österreich, eben weil sie so ein gewisses Gefährlichkeitspotenzial, Aggressionspotenzial auch mit sich bringen. Beim Hütehund ist das natürlich eben nicht so. Genau. Und dann gibt es ja noch beim Hütehund auch verschiedene Rassen. Ich glaube, die gängigen sind halt Border Collie, Australian Shepherd, aber auch generell Collies, Corgis und Schäferhunde zählen da dazu. Und das sind vielleicht auch drei Rassen, die man nicht so am Schirm hatte. Und natürlich je nachdem, wie lange in dieser Zuchtlinie auch gehütet wurde, sind halt dann so hütende Faktoren, ja, mehr im Hund drinnen oder halt auch
weniger. Bei vielen Korgis, die sind ja mittlerweile die idealen Begleithunde geworden. Ich habe tatsächlich auch einen Korgi im Training und mir ist noch nie irgendwie Hüteverhalten aufgefallen. Und auch Schäferhunde werden ja oft, man könnte sich so ein bisschen denken, weil der Name sagt schon Schäfer. Also Schaf, Hund oder der Hund des Schäfers so. Und aber auch da werden die ja auch schon sehr, sehr lange für andere Arbeiten eingesetzt und nicht mehr unbedingt fürs Hüten. Laura, was sagst du dir dazu? Also grundsätzlich ist es so, dass es gar nicht so auf die Rasse drauf ankommt, meiner Meinung nach, wie viel ja, Hüteverhalten da tatsächlich noch auftauchen kann, sondern vielmehr auch auf die Genetik drauf ankommt. Ich glaube, da können wir zu einem nächsten Punkt übergehen, der für alle interessant ist, die sich vielleicht überlegen, sich einen Hütehund zu holen. Es gibt halt die Showlinie oder auch die Arbeitslinie oder auch die Mischlinie. Und ich möchte mal mit der Mischlinie anfangen. Wenn ihr euch eine Mischlinie holt, das heißt zum Beispiel ein Elternteil kommt aus der Showlinie, der andere Elternteil aus der Arbeitslinie, dann wisst ihr letztendlich nicht, was auf euch zukommt. Es kann sein, dass in diesem Hund mehr Showlinie steckt. Es kann aber genauso gut sein, dass in diesem Hund mehr Arbeitslinie steckt, also vom Verhalten her. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die mit Border Collies eben zusammenarbeiten, also eben auch an Schafen, Rindern und Co. Und die sagen ganz klar, sie würden sich für die Arbeit niemals eine Mischlinie holen, weil sie halt sagen, sie wissen nicht, was da jetzt so auf sie zukommt. Ich kenne aber eben auch Mischlinien, die in dem Familienalltag super gut integriert wurden. Und es gibt auch andere, die kommen gar nicht klar. Also da muss man echt immer schauen, was brauche ich vom Hund? Und dann sollte man sich überlegen, wem werde ich gerecht? Eine Arbeitslinie wird halt normalerweise erstmal eben an Vieh eingesetzt sozusagen. Manchmal wird auch die Arbeitslinie vergeben an zum Beispiel Hundesportler. Also ich sehe total viele Arbeitslinien im Hundesportbereich, was auch ganz logisch ist. Aber was ihr bei der Arbeitslinie vielleicht wissen solltet, ist, dass halt nach Arbeitsleistung selektiert wird und nicht unbedingt nach irgendwie Charakter oder Freundlichkeit. Natürlich gibt es Züchter, die drauf schauen, aber ich kenne viele Arbeitslinien, die ich in eine Familie auf keinen Fall setzen würde mit kleinen Kindern oder so. Genau, also da ist einfach ganz, ganz wichtiges Thema, habe ich auch gerade mit der Arbeitslinie beim Labrador. Es wird auch und auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr wo, habe ich neulich auch was gelesen, dass es einfach so wichtig ist, sich das bewusst zu werden, ob es eben nach der Leistung, also schulischen Leistung, wird gesagt, vom Hund, selektiert wird und ausgewählt wird oder ob da wirklich der Charakter zählt. Und für Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber wahrscheinlich, ihr hört ja nicht ohne Grund an Podcast hier für alltagstaugliche Hunde oder einen entspannten Alltag mit Hund. Und solche Arbeitslinien wird es wahrscheinlich dann schwierig werden, außer ihr habt eben da wirklich Ambitionen oder habt einen Bauernhof oder wollt unbedingt tief, tief in den Hundesport hineinsteigen. Also da ist natürlich mit einer Schullinie schon mal bedeutend einfacher, aber auch Showlinien sind jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es ist ein Border Collie oder aus die Showlinie, da muss ich nichts mehr machen. Also das ist auch noch ganz wichtig. Das ist nicht so. Also auch wenn es eine Showlinie ist, sind die Hunde total lernwillig und brauchen auf jeden Fall irgendwas, wo sie den Kopf total einsetzen können und ein Hütehund, also wenn man sich wirklich auf Border Collie und Aussie anschaut, das ist kein Hund, mit dem man halt einmal am Tag jeweils eine Stunde spazieren geht und fertig. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema. Laura, eine Frage an dich. Du hast jetzt einen Barry und bist ja da schon ewig auch sehr tief im Hütehund-Thema drinnen. Braucht ein Hütehund wirklich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Beschäftigung? Nein, also ja, wenn man sich den Hund so trainiert, ja. Aber wenn man sich den Hund nicht so trainiert, dann hat man halt, man sagt in der Zucht so schön, einen tollen Ein-Aus-Knopf sozusagen. Also das heißt, der Hund ist bereit, wenn man das von ihm möchte, versus der Hund ist auch einfach nur da und entspannt, wenn man halt nichts von ihm möchte. Und da ist auch ganz essentiell,
Beschäftigt euch erstmal damit, wenn ihr euch einen Hütehund holen wollt, was machen die Eltern? Sind die Eltern am Schaf zum Beispiel tätig? Das kann auch in den Showlinien vorkommen, das ist ganz normal. Oder leben die irgendwo mitten in der Stadt mit drei Kindern zusammen und ja, leben halt so ihr Leben, ne? Also Genetik spielt immer eine Rolle. Aber grundsätzlich ist es so, Kerstin, du hast ja schon gesagt, ein Hütehund ist ja vielleicht nicht unbedingt ein Hund, mit dem man einmal am Tag spazieren geht, eine Stunde und dann ist er glücklich und zufrieden. Denn genau dieses langweilige Spazierengehen, das kann man bei einem Hütehund wahrscheinlich auch 3, 4 Stunden am Tag machen. Und die werden trotzdem nicht schlafen gehen, wenn sie eben keine richtige Auslastung hatten. Also ich habe auch von einem Kollegen gerade vor kurzem wieder gehört, der arbeitet auch gerade mit mehreren Hütehunden zusammen, die in einem Haushalt leben und die gehen mit diesen Hunden 3, 4 Mal am Tag wirklich lange spazieren und diese Hunde schlafen nicht. Das liegt einerseits daran, dass es halt einfach nur langweilige Spaziergänge sind und andererseits liegt es halt auch daran, dass die Hunde nicht gelernt haben zu ruhen. Und ich glaube, wir könnten da eine Podcast-Folge verlinken, Kerstin, weil wir haben ja auch zum Ruhetraining, wir haben schon einiges auch, glaube ich, gemacht. Ich glaube, ein oder zwei Podcast-Folgen, die werden. Ja, wir haben so ein tolles Thema, so Auslastung und Ruhe im Ja, Gleichgewicht. genau. Ja, genau. Und da werden wir euch die Podcast-Folge auf jeden Fall verlinken, damit ihr euch da auch mal ja, so ein bisschen informieren könnt, wie, was, wo. Aber grundsätzlich, während wir die Podcast-Folge aufnehmen, kann ich zum Beispiel sagen, ich war heute eine Runde spazieren, also eine kleine Runde, so eine halbe Stunde, weil da kommen wir ja auch noch nicht so weit mit dem jungen Hund. Und seitdem habe ich nichts mehr gemacht. Und jetzt ist dann nach dem Mittagessen, werden wir so ein bisschen was für den Kopf machen und dann wird halt weiter geschlafen. Also nein, die brauchen nicht stundenlange Beschäftigung am Tag. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich will da jetzt überhaupt niemanden anprangern. Also ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner angegriffen. Aber ich sehe es halt auch ganz oft, was er, wenn man es jetzt sagt, es ist ja tierschutzwidrig, aber ich sehe es besonders bei Hütehunden immer mal wieder, dass Hunde einfach, wenn sie Ruhe geben sollen, in der Box gesperrt werden. Und es ist, ich finde, da ist die Laura so ein schönes Beispiel mit Barry. Und auch tatsächlich habe ich Kunden, wo wir das anders gemacht haben oder wo die Box dann keine Box war, sondern so richtig schöner Kennel mit Überdachung, blöd gesagt. Aber es ist halt, oft wird es halt so suggestiert, so wenn man der Border Collie soll Ruhe geben oder irgendein Hütehund, sperrt ihn einfach in die Box, Decke drüber, fertig. Und es ist aber meistens eine Box, wo sich der Hund vielleicht gerade mal umdrehen kann. Und da muss man halt sagen, das ist einfach vom Tierschutzgesetz in Österreich ja so, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Und das ist auch keine schöne Art, sondern da sind wir wieder beim bedürfnisorientierten Training. Und viel, viel besser und nachhaltiger und langfristiger ist das, was die Laura gerade gesagt hat, mit diesem Ein-Aus-Knopf. Kann beim Hütehund auch ein Entspannungssignal aufbauen, dass der Hund wirklich so einen Ausschalter hat, blöd gesagt. Und ich kann mit einem Hütehund Routinen aufbauen, dass der weiß, jetzt ist Action, jetzt ist Ruhe. Und ich kann vor allem da auch helfen lassen. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie man dem Hund Ruhe beibringt. Da muss man jetzt natürlich in die Box sperren und ganz viele Hunde haben das ja dann auch, dass sie in die Box gesperrt werden und da eben auch gar nicht ruhen können, weil sie eben gestresst sind. Das heißt, sie kommen dann raus und dann denkt ihr, okay, die haben jetzt so geschlafen, man sieht sie auch nicht, weil die Decke drüber ist und dann haben sie wieder Energie. Aber vielleicht sind die einfach dann so aufgedreht, weil sie nicht zur Ruhe kommen konnten, weil sie gestresst sind. Also, Naja, und vor allem, was glaube ich auch so wichtig ist, wenn ich den Hund immer in die Box sperre, um ihn zur Ruhe zu bringen, was mache ich denn dann unterwegs? Ich kann nicht in jedes Café mit so einem, ja, ich sage jetzt mal zwischen 15 und 20 Kilo Hund, ne, kann ich nicht jedes Mal beim Café eine Box aufstellen. Dann habe ich wieder einen Hund, der nicht zur Ruhe kommt. Und das bringt mir halt letztendlich nichts. Eine Box ist super. Wir haben auch eine Podcast-Folge zum Boxentraining. Und Barry liebt auch die Box, also die Stoffbox. Andere Boxen mag er nicht, aber da geht er halt von selbst rein. Da kann er auch wieder rausgehen. Das ist einfach nur so, kannst du machen, wenn du möchtest. Aber es ist doch auch ganz essentiell, dass der Hund sich einfach so hinlegen kann. Einfach so sagen kann, ja, ich schlafe jetzt hier mal. Und dafür sollte ich keine Box letztendlich brauchen, sondern das kann ich einerseits zum Beispiel mit einer tollen Ruhezone machen, wo der Hund halt wirklich viel Platz hat mit
Decke, freie Fläche am Boden, Wasser, Spielzeug, was auch immer der Hund halt braucht, ne? Oder ich kann auch einfach sagen, ich übe mit meinem Hund, dass er sich einfach überall hinlegt. Und Barry kann das zum Beispiel, das ist so wirklich eine Sekunde irgendwo stehen, heißt für ihn schon, okay, ich lege mich hin. Das ist schon so, also wir gehen nicht weiter, lege ich mich halt hin. Kann uns natürlich auch beim Spaziergang passieren, dass man dann irgendwie kurz mal irgendwo warten muss und dann liegt der Hund auf einmal. Aber gut, lieber so, als der Hund sagt, nee, ich bin da jetzt ständig auf Hab acht, ich suche mir ständig irgendwie was zum Hüten auch, also wo ich zum Beispiel irgendwie einen Vogel anstarren kann oder so. Also das ist ganz wichtig. Und damit ihr zu dieser Ruhe kommt, braucht der Hund halt keine Beschäftigung, die ihn aufdreht. Das ist sowas, wenn ich dann ständig Beispiele zum Beispiel, dann wird es schwierig, ne? Da sollte man eher Sachen machen, die den Hund auch wirklich geistig auslasten. Und Kerstin, was lastet denn zum Beispiel geistig aus, egal Boah. welche Rasse? Wir haben so viele Möglichkeiten bei der geistigen Auslastung. Also man könnte alles, ich glaube, was mir spontan einfällt, was für einen Hüttehund wirklich Spaß macht, ist zum Beispiel Longieren. Wenn man einen Garten hat, kann man Longieren üben. Man kann aber, wenn es jetzt nicht so fancy sein soll, auch einfach mit dem Hund tricksen. Man kann Nasenarbeit machen. Also das, auch wenn es jetzt kein Jagdhund ist, per se der Hüttehund. Ja, da, irgendwo hat die Laura das schon mal so super geil in einer anderen Podcast-Folge. Das greift man jetzt nicht auf. Es ist natürlich ihre Form von Jagen. Aber auch wenn es jetzt per se kein Jagdhund ist, schnüffeln Hütehunde trotzdem liebend gern. Das heißt, Nasenarbeit ist super. Dann einfach, ja, viel, keine Ahnung, man kann so viel machen. Also man kann auch einen Schnüffelparcours machen. Man kann so Denkspiel, ich habe immer so Intelligenzspielzeuge für die Flummi zum Beispiel daheim. Man muss sich da aber nicht immer überschlagen und immer was Neues und noch was Besseres und so weiter suchen, sondern das geht auch ganz gut, wenn man einfach ein bisschen Routine einbaut. Was da aber ganz wichtig ist, den Hund, wenn ihr jetzt einen Welpen habt. Ich glaube, der wichtigste Tipp, wenn ihr einen Welpen jetzt gerade habt, einen Hütehund, oder wenn ihr euch überlegt, einen Welpen zu holen, dann bitte, 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 bitte konzentriert euch am Anfang auf die Ruhe. Konzentriert euch darauf, dass der Hund schläft. Schaut da gerne mal bei der Laura in der Insta-Story dabei, die macht das super cool, da sieht man das immer wieder. Wenn dieses Ruhelernen, dieser Ausknopf, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, ihr tut euch so viel leichter, wenn ihr den schon als Welpe übt und nicht erst als Junghund, weil da, Ja, ja. ja. Ich glaube, das ist schon aussagekräftig, wenn man einfach so als Hundetrainerin nichts mehr dazu sagen kann. Also bitte unbedingt im Welpenalter üben und auch wenn ihr voll happy und glücklich seid, dass euer Hütehund wahrscheinlich mit 18 Wochen schon 20 Tricks kann. Ist natürlich super süß und alles ist süß und niedlich und hin und her. Das macht, also tut euch damit keinen Gefallen. Ja. Das wird in den ersten Wochen mit einem Hüttehund solltet ihr die Basis, den Grundstein legen. Und da ist es viel, viel, viel wichtiger, dass ihr die vorhandene Gehirnkapazität, das beim Welpen ja eh schon nicht so viel ist, auch nicht beim Hütehund, solltet ihr dafür verwenden, dass ihr die wichtigen Sachen lernt. Und das kann eben unter anderem Ruhe sein. Und bitte einfach, ja, so nochmal kurzer Einwurf zur Ruhe. Wo du recht hast, hast du recht. Wir haben ja euch jetzt super viel erzählt über Ruhen, die Geschichte des Hütehundes, Herkunft, Linien, was auch immer. Was ich auch ganz spannend finde für zukünftige oder eventuell schon Halter von Hütehunden, ist die Körpersprache. Es gibt eine Sache, die wir im Alltag als Hundetrainer und Hundehalter sicher immer wieder sehen. Der Hütehund, der sich bei Hundebegegnungen hinlegt und lauern anfängt. Kerstin, magst du mal beschreiben, woran man denn dieses Gerne. Lauern erkennt? Also, falls ihr jetzt gerade den Podcast hört, wenn ihr das ganz sehen möchtet, wir werden diese Grafik wieder auf YouTube einblenden. Also ihr könnt es auch gerne auf YouTube einfach kurz wechseln, wir werden einfach den YouTube-Link auch nochmal hier runtergeben. Genau, aber nochmal zur Beschreibung. Das heißt, es ist so, dass der Hund liegt. Der Kopf ist abgesenkt und auf der Höhe von der Rückenlinie. Und ganz oft wird der Kopf auch nochmal so ein bisschen nach vorne gestreckt.
Der Blick ist auf den Gegenüber fokussiert, egal was es jetzt ist, sei es ein Schaf, ein anderer Hund oder Mensch, hoffentlich nicht. Die Ohren sind nach vorne oben, der Fang, also das Maul ist geschlossen. Generell ist der Körper sehr angespannt und ist sehr, sehr gerade. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie einen Pfeil, der auf jemanden zeigt. Die Rute ist gerade ausgestreckt und verlängert halt diesen Pfeil, also ist auch eben in dieser Linie. Und die Vorderbeine sind meistens parallel ausgerichtet und die Hinterbeine zum Sprung bereit. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn euer Hund liegt, dass die Hüfte so einknicken. Hier ist es nicht so. Hier liegen die wirklich wie so die Sphinx und warten halt auf den Absprung. Genau. Ja. Und tatsächlich ist es so, damit ihr das auch aus meiner Erfahrung mit dem Leben eines Hütehundes quasi so mal wisst, ich lasse ihn auch nicht leashy richtig hüten. Also fängt er an, sich hinzulegen, wird das Spiel sofort abgebrochen. Also das ist wirklich so, es gibt kein Spiel, wo irgendwie gelauert wird. Das möchte ich nicht. Sollte er sich mal anschleichen, dann sage ich noch, okay, das ist im Rahmen, wo ich noch sage, da kann ich noch interagieren. Die meisten Hunde, die aber dann mal in diesem Lauern, wirklich drin sind, die kann man nicht mehr rausholen. Und dann wird euer Spaziergang zum Spießrutenlauf. Also das ist ganz essentiell, dass wenn euer Hund Hundebegegnungen hat mit Hunden, mit denen ihr euch gerade trefft, und der anfängt zu lauern, dann bitte unterbrecht einmal kurz diese Sequenz, damit ihr euren Hund rausholen könnt. Weil wenn ihr ihn schon als Welpe nicht mehr rausholen könnt, könnt ihr euch vorstellen, dass die Pubertät ganz lustig wird und das Erwachsenensein auch. Und da bitte auch ganz wichtig, bitte nett rausholen. Und vielleicht für alle, die sich jetzt denken, okay, ich habe keinen Hütehund, aber mein Hund macht es auch. Die Flumi macht das tatsächlich auch manchmal. Das liegt einfach daran, dass die Hunde mit diesem Lauern auch zum gewissen Teil verhindern wollen, dass der Gegenüber näher kommt. Also der Hund wünscht sich, dass kein Kontakt entsteht. Und dann ist natürlich das Beste, was wir machen können, dass wir sagen, hey, okay, ich habe dich verstanden. Irgend vielleicht ein Markersignal und irgendein Signal zum Umdrehen zum Beispiel geben und dann geht ihr der Begegnung aus dem Weg. Und so könnt ihr das auch verhindern, dass euer Hund dann eben auch vielleicht aufspringt und schnell hinrennt, dieses unhöfliche Hinrennen, weil er eigentlich ja sagen will, ich will das nicht. Und wenn ich dann da aber durch muss, weil der andere Hund kommt näher, dann komme ich halt so total schnell. Und deswegen ist es gut, wenn ihr das schon in dem Moment merkt und sagt, okay, wir haben irgendein Alternativsignal, wir gehen woanders hin und fertig. Ja, genau. Also das, was Kerstin auch gesagt hat, nett rausholen, ist auch ganz essentiell. Habe ich nicht dazu gesagt, I'm sorry. Aber auch da, also wenn ich jetzt, das mir dann im Alltag passiert, das passiert bei Barry tatsächlich nur im Zusammenhang mit Leechi, bei anderen Hunden zeigt er das nicht, aber klar, die sieht er jeden Tag, da probiert er sich halt auch ein bisschen aus. Dann wird es einfach immer mit einer Futtersuche abgebrochen. Auf das reagieren beide Hunde total gut, ist total freundlich, weil die dann halt sagen, okay, wir machen was anderes und damit haben sie schon wieder einen positiven Kontakt. Das heißt aber auch für euch, das Lauern in Hundebegegnungen ist eigentlich nicht in Ordnung. Also, wenn euer Hund es nicht anders zeigen kann und ihr nicht weiter wisst, dann bitte holt euch Unterstützung. Also, das ist auch ja, essentiell, weil das für andere Hunde halt auch ganz, ganz bedrohlich eigentlich auch ist. Also, das ist auch ganz wichtig. Es gibt tatsächlich noch eine Sache bei der Körpersprache, die mir immer wieder auffällt. Man hört ja ganz oft, ja, wenn der Schwanz in der Höhe ist beim Hund, dann freut er sich oder was auch immer und ist glücklich und keine Ahnung was. Wir wissen eh schon, dass Schwanzwedeln nicht unbedingt dafür steht, dass der Hund glücklich ist, sondern einfach nur aufgeregt, warum auch immer, kann positiv und negativ sein. Es ist aber tatsächlich so, dass man sich bei einem Hütehund meiner Meinung nach sehr oft viel, viel leichter tut, damit zu sagen, ist der Hund gerade eher entspannt oder eben nicht. Weil beim Hütehund ist es so, dass bei der entspannten Körperhaltung der Schwanz eigentlich immer unten ist. Also nicht unterm Bauch oder so. Der Hütehund hat dann nicht irgendwie den Schwanz eingezwickt oder so. Aber der Schwanz ist halt eher hängend. Und werden diese Hunde so ein bisschen aufgeregt, dann geht der Schwanz halt immer höher rauf. Und das ist sowas, was für viele Neuhundebesitzer, auch im Bereich der Hütehunde,
vielleicht schwierig sein kann. Oder auch wenn ihr jetzt selbst keinen Hütehund habt, aber euer Hund einen besten Hütehundkumpel hat, dann ist es ganz oft so, dass es mir nämlich schon passiert, dass die Leute sagen, ja, ihr Hund hat ja gerade Angst. Und ich dachte mir nur so, nein, Barry ist eigentlich gerade ganz entspannt und steht einfach nur neben mir in seiner normalen Haltung halt. Also Hütehunde haben schon ein bisschen eine andere Körpersprache. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Hunde gewöhnt seid mit, ja, so Stehohren zum Beispiel, kann es auch sein, dass ihr euch beim Hütehund zum Beispiel schwerer tut, damit seine, ja, Gesichtssachen zu lesen. Und da empfehle ich euch auch einfach, dass ihr in Körpersprache und Co. reinhört, aber da sagen wir euch dann später auch nochmal was dazu. Genau. Ich glaube, da können wir sonst auch noch die Podcast-Folge Genau. verlinken. Am besten verlinken wir gleich das YouTube-Video, weil da haben wir eben auch mit schönen Bildern gearbeitet. Genau. Genau. Und ja, jetzt haben wir noch unser letztes Thema, was für die Laura, glaube ich, auch so ein Herzensanliegen ist mit Hütehunden, ist einfach Hütehundhaltung in Wohnungen. Wir haben ja generell auch schon mal über Hundehaltung in Wohnungen gesprochen, weil die Laura und ich ja beide in Wohnungen leben. Und da haben wir ein paar Punkte gesammelt. Gleich mal vorab unsere Meinung dazu. Kennt ihr vielleicht eh schon, wenn ihr den Podcast länger hört? Es ist natürlich grundsätzlich möglich, einen Hund in einer Wohnung zu halten. Es kann manches vielleicht erschweren, je nachdem, ob man einen Garten dabei hat oder nicht. Die Laura hat ja zum Beispiel einen Garten. Aber ja, Laura wird uns da jetzt noch mehr dazu erzählen. Genau, also erst einmal, ihr braucht für einen Hütehund weder ein Haus noch einen Garten. Also das ist so mal das Erste, weil in der Regel ist es so, wenn ihr den Hund sich selbst überlasst, dann wird er eh nur quasi, ja, unter Anführungszeichen unerwünschtes Verhalten zeigen, weil ihm halt langweilig ist. Und generell bringt sich das nicht viel, weil der Hütehund möchte mit dem Menschen gemeinsam eigentlich arbeiten und möchte auch nicht einfach nur ja, klassisches Spazierengehen machen, sondern er möchte Aufgaben zum Denken haben. Die kann ich sowohl in der Wohnung als auch im Haus, als auch im Garten, wo auch immer, kann ich dem Hund Aufgaben zum Denken geben. Das ist ganz essentiell. Und bitte, bitte, bitte achtet einfach darauf, wenn ihr euch dafür entscheidet, einen Hütehund in Wohnungen zu halten, dass diese Hunde reizempfänglicher sind. Und wie sagt eine Kollegin von mir immer so schön, die hält mehrere Hütehunde, also ich glaube, es sind aktuell vier, die sagt immer so schön, bereitet euch darauf vor, dass ihr eventuell euer Leben, also auch euren Alltag für euren Hund anpassen müsst. Das heißt, es gibt Hütehunde, die kommen in Wohnungen super klar. Und es gibt Hütehunde, die können das eben nicht. Natürlich, wenn ihr von vornherein zum Züchter geht und sagt, ich lebe in der Wohnung, dann wird ein guter Züchter auch schauen, dass er euch den passenden Hund gibt. Aber es kann immer etwas passieren. Und das gilt jetzt aber nicht nur für Hütehunde, meiner Meinung nach, sondern für alle Hunde. Es kann sein, dass ihr euren Alltag oder auch eure Lebenssituation dem Hund anpassen müsst. Und bei Hütehunden kommt das halt eher mal vor, als vielleicht bei einem Retriever. Kommt auch auf den Retriever drauf an, aber ich sag's nur. Und was mir da ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel in Wohnungen oder in der Stadt lebt, ihr könnt ja auch in der Stadt in einem Haus leben, es ist tatsächlich so, dass eben Hütehunde einfach ein bisschen reizempfänglicher sind. Und vor allem, wenn sie jünger sind, ist es halt sehr oft so, dass man mit ihnen nicht einfach so, weiß nicht wie weit, spazieren gehen kann, weil die kommen dann einfach auf so ein Level, wo sie sich dann ständig irgendwelche Sachen suchen, auch zum Hüten zum Beispiel, wo sie dann schnell überfordert sind, wo sie nicht mehr gut hören und so weiter und so fort. Und was ich da empfehle, ist, geht mit euren Hütehunden nicht zu weit spazieren, wenn ihr merkt, die werden unkonzentriert. Ich weiß immer schon ganz genau, was ist so das Level, was Barry in der gewohnten Umgebung schafft. Aber zum Beispiel, während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, ist Barry ungefähr 4,5 Monate alt. Und wenn wir in einer neuen Umgebung sind, können wir maximal 10 Minuten laufen, weil danach ist dieser Hund vom Kopf her einfach voll mit den Reizen. Und das ist okay. Dann legen wir uns halt mal hin, dann machen wir halt Ruhe, versuchen entspannt zurückzukommen zum Auto oder wo auch immer wir hin müssen. Und dann kann der Hund auch wieder schlafen. Also bitte, bitte, bitte überfordert
auch euch damit nicht, weil ich glaube, oft ist dann der Mensch auch überfordert. Ja, ich glaube, besonders bei Hütehundbesitzern ist es nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, sich von diesem Leistungsgedanken zu verabschieden. Also ich habe das ein bisschen mitbekommen, was da so teilweise in Border Collie Facebook-Gruppen abgeht, wo sich halt alle übertrumpfen, wer was mit dem Hund wie viel gemacht hat und welcher Hund mit welchem Alter schon wie viel kann. Das ist halt wirklich ein ungesunder Umgang für euch als Hundehalterinnen und halt auch in dem Fall dann für euren Hund, weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Und jeder Hund ist anders, auch jeder Hund von der gleichen Rasse ist anders, nur weil der eine das vielleicht kann und vielleicht ruhig ist und vielleicht so und so. Jetzt Ja. doch, der Nächste sagt gerade was. Ich war gerade so, was ist das für ein Geräusch? Es passt gut. Genau, Bertie, ich rede einfach weiter. Nur weil, Deswegen, ach so, was du, wo du warst. ja, was deswegen müsst ihr es halt auch nicht so machen. Also ihr könnt euch da wirklich, ihr solltet euch auch wirklich immer für euch, eure Werte und euren Hund entscheiden. Und es ist mir einfach nochmal ganz wichtig mitzugeben, weil, ach, ja, es wird halt immer so viel gemessen. Ich glaube, die Laura merkt es halt auch momentan ein bisschen so auf Instagram, was man ihr halt schreibt und dass das mit Hütehund und so und halt diese ungefragten Tipps. Man braucht halt dann wahrscheinlich auch eine sehr harte Haut, besonders bei so einer Rasse. Aber lasst euch da nicht zu viel reinreden. Sucht euch wirklich einen Trainer. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also sucht, wenn man einen Hütehund hat und vielleicht dann anfangs eh es ist ganz normal, ehrlicherweise, dass man mit einem Hütehund überfordert ist. Ich habe, wie Laura mir erzählt hat, sie holt sich halt einen Border Collie. Habe ich halt wirklich gesagt, bist du verrückt? Also für mich wäre das auf keinen Fall was. Ich habe, glaube ich, einfach nicht die Geduld. Ich bin nicht so geduldig und habe nicht die Nerven. Aber holt euch dann einen Trainer, der euch da unterstützen kann. Und dann könnt ihr ein bisschen was von diesem Gewicht oder der blöd gesagt, der Last, die auf euch liegt, abgeben an den Trainer und habt dann auch wirklich, dass ihr auch die Bestätigung habt, der Kundin von mir, die haben, ich glaube, seit der Hund 8 Wochen ist, bin ich bei denen im Training und begleite diese Australian Shepherd und die sagen immer, dass sie halt so froh sind, dass sie immer mich gehabt haben bei jeder Frage, sie haben halt immer fragen können und die habe ich wirklich so lang, so intensiv begleitet und es ist halt einfach auch gut, wenn man mal dann wieder wo Ballast ablassen kann oder wenn man halt alles Mögliche fragen kann. Ich glaube auch, weil du eben gesagt hast, dieses Messen in Facebook-Gruppen und wo auch immer, letztendlich müsst ihr euch das so vorstellen. Wenn ihr einen Hütehund habt und sagt, ihr möchtet diesen Hund zu Familienausflügen mitnehmen, zu ja, Essen gehen, egal wo, egal ob bei Freunden oder im Restaurant, dann was bringt euch dieser Hund, der mit 16 Wochen 20 Tricks kann? Nichts. Was hilft euch der im Restaurant? Nichts. Was braucht ihr stattdessen in dem Restaurant? Einen Hund, der sagt, okay, ich kenne alle möglichen Reize und schlafe trotzdem. Also das ist so der Grundgedanke. Und Barry kann nichts. Also ich sage das immer so liebevoll. Also Barry ist ein Hund, der super nichts tun kann. Er kann schon Sitz, er kann auch Platz, er kann auch schon Jacke ausziehen, weil er zugeschaut hat. Und das ist ja bei vielen Hütehunden halt auch so, dieses einfach mal quasi die Copy-Strategie, das zeigen ganz, ganz viele Hütehunde. Aber ansonsten kann dieser Hund nichts, außer zu sagen, ich lege mich überall hin, egal wo ich bin. Und genau das ist aber das, was ich brauche, um ihn überall hin mitnehmen zu können. Weil letztendlich hilft mir nur das. Weil was hilft mir der Hund, der dann zwar 20 Tricks kann, aber halt nicht runterfahren kann? Weil dann kann ich auch nicht entspannt essen. Oder ich weiß nicht, Kerstin, wie du das finden würdest, wenn ich mit euch essen gehe und Barry dann die ganze Zeit so, ja, ich will was machen, ich will was machen. Also das wäre halt einfach nicht angenehm. Letztendlich ist es so, neben Ruhetraining und Co. ist es halt auch ganz wichtig, ich habe es eh gerade gesagt, dass euer Hütehund verschiedene Reize kennenlernt und auch eine gewisse Impulskontrolle mit sich bringt. Natürlich ist Impulskontrolle auch abhängig von Rasse, Alter und Co. Ein Welpe hat immer weniger Impulskontrolle als ein erwachsener, ja, gefestigter Hund sozusagen. Aber Impulskontrolle ist wichtig und ihr solltet Impulskontrolle Training machen. Also es gibt Übungen, die ihr mit eurem, auch mit eurem Welpen schon machen könnt, wo ihr einfach mit dem Hund lernen könnt, dass er nicht sofort seinen Impulsen nachgeht. Natürlich bei
kleinen Hunden, also jungen Hunden, egal ob Hütehund oder nicht, solltet ihr da Schritt für Schritt vorangehen. Aber dennoch, das ist wichtig. Und ich sage ja immer, damit wir da gleich quasi zum Abschlussthema kommen, Hüten ist tatsächlich verändertes Jagdverhalten. Also man sieht da sehr, sehr viele Parallelen und letztendlich braucht ein Hütehund einfach passende Alternativaufgaben für sich und er braucht auch sehr viel Impulskontrolle im Alltag, damit er eben nicht jedem Vogel nachgeht, jedem Auto, auch ganz essentiell, jedem Fahrrad oder sonst irgendwas. Barry zum Beispiel interessiert sich, glaube ich, seit seiner 10. Lebenswoche für kein einziges Auto mehr. Am Anfang war das halt so, oh Gott, Auto und vielleicht dieser Reiz, so gehe ich danach, aber er hat halt gemerkt, das tut nichts, die Autos sind einfach da, damit sind Autos für ihn halt egal. Aber das ist auch Impulskontrolle. Und damit euer Hund das lernen kann, empfehle ich euch meinen Kurs zum Thema Anti-Jagd-Training. Da geht es nämlich um diese Impulskontrolle, sowie auch um die Körpersprache, die ja auch essentiell ist. Und ihr lernt halt auch einige Alternativ-Verhaltensweisen, die ihr natürlich auch bei eurem Hütehund anwenden könnt. Denn wie Kerstin es eh schon gesagt hat, die lieben auch das Schnüffeln und Co. Also das könnt ihr alles auch mit eurem Hütehund machen. Ja, mega. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mit der Flumi sogar einen Kurs damals gemacht, aber das sieht schon lang aus. Wirst du wahrscheinlich schon seitdem 20 Mal optimiert haben oder so. Das ist echt schon lang aus. Ich glaube, das war so 2019 oder Ja, es so. war ziemlich am Anfang, glaube ich. Ja, voll. Ja, voll cool. Also schaut gerne da rein bei der Laura. Ich finde ja so, ja, Kontrolltraining ist ja eigentlich eins von den wichtigsten Dingen, wenn der Hund halt auch entspannt freilaufen soll. Also zumindest ich verknüpfe das ganz stark, weil einfach die Flummi ein totaler jagdlich ambitionierter Hund war. Und ja, jetzt können wir freilaufen. Schon lang. Jetzt können wir freilaufen. Kerstin Genau. war auch angeleint, damit ihr Genau, Bescheid ich war auch wisst. angeleint, jetzt laufen wir gemeinsam frei und gehen nicht mehr jagen. Okay. Nein. Ach ja, für alle, die sich wundern, nachdem wir jetzt da so einen kleinen Scherz mitgebracht haben, eigentlich hätte heute eine andere Podcast-Folge online gehen sollen. Das hatten wir euch ja versprochen mit einem Podcast-Interview. Das kommt dann beim nächsten Mal, damit ihr da einfach Bescheid wisst. Wir haben das nicht vergessen, aber es kam ja etwas dazwischen und das Podcast-Interview kommt dann beim nächsten Mal. Genau, wir kennen uns eh, wir sind manchmal ein bisschen spontan und so. Die heutige Folge war auch spontan. Wir nehmen euch dann immer mit, was halt gerade so in unserem Leben so passiert. Aber der Vorteil davon ist, dass wir bald auf Instagram nochmal fragen, also so, ich schätze mal so, weiß nicht, 7., 6. Mai, werden wir nochmal einen Fragesticker reinmachen, dass ihr auch dann schon erfährt, wer der Interviewgast sein wird. Und ihr dann sogar persönliche Fragen stellen könnt, die wir dann im Podcast stellen. Das heißt, unbedingt uns auf Instagram folgen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. @Pfötchentraining und @Vollzeitfürbeiner und genau, alles auch in den Shownotes. Und ja, dann haben wir ein wunderschönes Interview und haben euch auch noch mal ein bisschen mehr mit einbezogen. Genau. Und damit wünschen wir dir erst einmal einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura. Und deine Kerstin.